ihr könnt ein Projekt durchziehen. Traut es euch einfach mal. Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Jetzt sind wir hier an der Höhle. Ich habe mein ganzes Equipment hier schon hochgearbeitet, beziehungsweise mein ganzes Team. Und jetzt bauen wir hier alles auf und dann schauen wir mal, was wir mit dem Rover erreichen können. Ich hoffe, wir kommen gut rein, aber müssen wir einfach mal sehen, wie das jetzt läuft. So, als erstes versuche ich jetzt mal die Lampe da rein zu machen. Ah, passt. Perfekt. Halten wir mal gleich schön an. Oh, Vorsicht, der Rover. Was ist denn noch? Damit mach. Ah, perfekt. Ich brauche den Berg schon mitnehmen sollen. Ja. Mit Spikes. So. Das ist halt mit der Sonne, das ist halt jetzt gerade scheiße. Egal. So, jetzt probieren wir mal das USB, ob das funktioniert. Ob wir ein Live-Bild haben. Oh, Opa. Ich tue hier meine Kamera nur sichern, weil die lege ich jetzt da rein. Und wenn die da runter kullert, da habe ich jetzt auch keine Lust. Das war das. Also ich nehme mal auf nur jetzt. Ja. Ich hab dich gut gehört. Also, warte mal, achso, halt, ich habe jetzt den Hand noch nicht eingeschaltet. Hä? Ah, ne. Das Ding ist schon gut verletzt. Live-Bild hast? Die Kamera habe ich jetzt ein bisschen höher, dass du besser siehst. Okay, okay, und jetzt kann man rein. Warte, ich lasse es erst so runter. Das geht gut, so. Die Schnur aufpassen, dass wir die nicht verwursteln ineinander. Ah, da ist ein Stein. So, jetzt rechts, ganz kurz. Rechts. Ja, warte, es fährt von alleine. Jetzt nochmal rechts. Ich sag dir dann immer an, wie du fahren sollst, Lukas, gell? Siehst du Live-Bild? So. Jetzt mal ein bisschen grad. Halt, immer kurze Stöße nur. Warte, meine Kamera. Rechts drücke, stopp, ja, noch ein bisschen. Rechts. Halt, warte. Ich fahre damit zurück. Rechts drücke.
Nochmal rechts. Stopp. Geradeaus. Warte. Geradeaus. Gut. Nochmal geradeaus. Jawohl. Rechts. Rechts. Nochmal rechts. Stopp. Geradeaus. Gut. Siehst du nur Live-Bild? Geradeaus. Nochmal geradeaus. Nochmal. Stopp. Geradeaus. Stopp. Da geht's nunter. Was sagt's Live-Bild? Blätter. Okay, dann nochmal geradeaus. Stopp. Nochmal geradeaus. Okay. Warte. Und geradeaus. Stopp. Siehst du am Live-Bild was? Nicht viel. Siehst du überhaupt was? Ja. Blätter oder geht's weiter? Ich glaube, da kommt Fels. Ich bin mir nicht sicher. Also, dann fahr nochmal geradeaus. Stopp. Nochmal geradeaus. Stopp. Geradeaus geht's noch weiter. Sieht man da was? Warte mal, lass mich mal gucken. Oh boy. Okay, ich sage jetzt, gucken wir mal, ob wir ihn wieder rauskriegen. Soll ich rückwärts fahren? Oder? Ja, warte, ich muss erst gucken. So, jetzt. Wo ist das Seil? Okay. So, jetzt fahren wir rückwärts. Ja. Warte. Ja. Warte, stopp! Weiter! Ja! Stopp! Wir müssen, warte mal, weiter nach rechts rüber, fahr mal Bus links. Gut, weiter! Gut, und jetzt beide! Jawohl!
halt rechts mehr. Jetzt pass. Warte mal, warte, halt, warte, warte. So, jetzt ein bisschen rechts. Gut. Grad. Jawohl, weiter grad. Sehr gut, warte. Weiter, grad. Gut, grad, grad. Grad. Halt, stopp. Die SD, die Mini-SD raus oder die Mikro, und ich will mir jetzt mal direkt gleich anschauen, ob man da drauf was sieht. Okay. Also wie es aussieht, hat sie aufgezeichnet. Gut, sieht gut aus. Der erste Versuch hat jetzt super geklappt. Wir haben ja mal die SD-Karte angeguckt. Der Film sieht echt gut aus. Daheim können wir das besser angucken. Jetzt machen wir mal den zweiten Versuch, jetzt fahren wir noch weiter um die Ecke rum, da habe ich ein bisschen Angst erst gehabt, aber hat echt gut geklappt. Vielleicht zeige ich es noch kurz, ich habe hier noch ein Schild dran gemacht, von wem das Fahrzeug ist, falls es mal irgendwann doch verloren geht da drin, dann weiß es die Nachgenerationen, finden vielleicht das und wissen, wer das dann gefahren hat. Okay, wir machen jetzt den nächsten Versuch, fahren vielleicht noch ein bisschen weiter, mal sehen, was um die nächste Ecke dann kommt. Mal geschwind. Ja, wir sind jetzt ganz schön weit drin, weil das USB-Kabel viel fehlt, nehmen, dann sind wir Ende. Fahr mal zurück. Zurück. Mach ich doch gerade. Ach so, okay. Ja, weiter. Gut. Also wir brechen jetzt hier ab, weil weiter kommen wir nicht rein. Das Kabel haben wir jetzt fast komplett ausgenutzt. Es ist auch so, dass wir im hinteren Bereich dann immer irgendwo durchdrehen. Wir sind weiter reingekommen, wie ich eigentlich gedacht habe. Also ich schätze mal, also 15 Meter, na 10, 15 Meter waren wir jetzt da drin. Spektakuläres haben wir jetzt nicht gefunden, aber es geht wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Aber so, ich denke mal, mit dem Fahrzeug sind wir jetzt irgendwo auch am Ende. Aber hat wirklich gut geklappt. Ich gehe jetzt heim, gucke mal die Videos dann daheim schön am Monitor an, mal auswerten, vielleicht erkennt man noch irgendwas. Ja, ich spiele die dann euch auch ein und ja, dann erzähle ich euch daheim noch ein bisschen was. So, ich bin jetzt wieder zurück in meinem Büro, habe mal die ganzen Karten hier auf meinen Rechner gespielt
und mir dementsprechend mal die ganzen Videos angeschaut. Also ich muss sagen, erstmal die Qualität von dieser Action-Cam hier, die ist echt super. Also die Bilder sind scharf, obwohl die Lichtverhältnisse da nicht ganz so toll sind. Und hat sich also echt bewährt, die Kamera. Da möchte ich mich noch bei der Firma Banggood bedanken, die mir die zur Verfügung gestellt hat. Hier seht ihr jetzt mal einen Ausschnitt von dem Film, den ich mir mal so rausgezogen habe. Und zwar sieht man da jetzt die maximale Position, wo wir rangefahren sind. Das heißt, wir konnten eigentlich in die Höhle nur bis zu der Stelle fahren, wo hier in dem Bereich so eine Anhäufung von Laub und Ästen war, und da ging es einfach nicht mehr weiter. Ich zeige euch mal kurz einen Einspieler, oder ich tue mal das Bild kurz reinspielen, dass ihr das mal genauer angucken könnt. Ihr habt jetzt das Bild gesehen und im hinteren Bereich könnte man vermuten, dass es noch weitergeht. Aber wie gesagt, da komme ich jetzt mit meinem Fahrzeug einfach nicht mehr dahinter. Ich muss sagen, mein Rover hier, der hat sich auch, ich finde jetzt selber, der hat sich echt bewährt. Man konnte in die Höhle reinfahren damit. Man konnte ihn auch doch ein bisschen steuern, sage ich mal, mit der Steuereinheit für rechts und links. Das hat, finde ich, ganz gut geklappt. Für das, dass ich jetzt mit dem Rover hier nur einen Einsatz von 30 Euro hatte, also ich hatte ja nur das Spielzeug gekauft, alles andere ist aus meinen Beständen gekommen, muss ich sagen, haben wir doch ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Wir sind in die Höhle reingekommen, wir haben gesehen, was da hinten alles so ist, beziehungsweise ja, leider nichts ist, aber ich finde, für diese einfache Konstruktion war das eigentlich echt super. Ein bisschen enttäuscht bin ich, dass ich das Bernsteinzimmer nicht gefunden habe, aber ich muss ehrlich sagen, habe ich auch nichts anderes erwartet. Das war dann eigentlich meine Expedition in die Höhle. Noch eine Kleinigkeit wollte ich sagen, und zwar war eine ganz witzige Begebenheit. Wir haben gerade unser ganzes Equipment abgebaut, da kommt eine Wandergruppe von, ich glaube, 6, 7 Leuten oder sowas, und haben dann gefragt, was wir da machen. Das waren alles ältere Damen und Herren aus dem Ort von uns. Und dann haben wir halt erklärt, dass wir mit dem Rover hier reingefahren sind und dann ein paar Bilder aufgenommen haben. Eine ältere Dame, die ich auch kenne, hat dann erzählt, dass sie als kleines Mädchen in diese Höhle schon reingekrabbelt ist. Das war damals wohl nicht so eingestürzt wie heute. Da konnte man noch einigermaßen gut reinkrabbeln. Und dann wohl später ist dann der Eingang ein bisschen zugeschüttet worden, beziehungsweise eingestürzt, und dann hat sich eben nur noch dieses kleine Loch gebildet. Was ich dann auch noch rausbekommen habe, dass ortsansässige Firmen, wir hatten hier so eine kleine Tonindustrie, dort Flussspat wohl abgebaut hat. Also das System ist wohl schon älter, aber ich glaube aus dem 14. 16. Jahrhundert nicht wirklich. Lässt sich für mich jetzt auch nämlich ganz so nachrecherchieren. Ja, das war noch ein kleiner Rand, der war also ganz interessant. Das heißt, man kann mitten im Wald eine Expedition machen und es kommen trotzdem noch Leute vorbei, die das noch zufällig dann entdecken und halt ein nettes Gespräch führen. So, das war es jetzt eigentlich auch schon. Also mehr kann ich jetzt leider nicht vorweisen. Wie gesagt, wie eine erfolgreiche Befahrung von dem Ding. Also gefunden haben wir nichts. Wenn man jetzt da noch weiter reinfahren möchte, dann müsste man was Besseres bauen. Ja, dann müsste man diesen Berg überwinden, man müsste langsamer fahren, man müsste auch mit dem Live-Kamerasystem sich noch was einfallen lassen, weil USB ist irgendwo dann an der Grenze. Aber gut, vielleicht habe ich mal irgendwann die Lust und Laune, mir da noch was Besseres zu bauen und da reinzufahren. So, ich hoffe, euch hat mein kurzer Film gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, und ihr könnt ja auch, wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, mal die Entstehung noch von dem Rover anschauen oder eben andere Filme, die bei mir hauptsächlich im Bereich vom Do-It-Yourself handeln.